Ich begrüße Sie. Mein Name ist Carsten Bayreuther. Und wenn ich eins kann, dann das Verkaufen. Und es anderen Menschen, wie möglicherweise auch dir, demnächst erfolgreich beizubringen. In diesem Video spreche ich über die drei häufigsten Gründe, warum Verkäufer oder überhaupt Menschen insgesamt an Einwänden oder Widerständen scheitern, verzweifelt aufgeben oder wütend werden oder zum Gegenangriff starten, was auch immer. Punkt Nummer 1. Die meisten Verkäufer gehen bedauerlicherweise immer noch davon aus, dass Einwände mit Angriffen gleichzusetzen sind. Die Reaktion darauf ist in der Regel immer die gleiche. Sie versuchen sich gegen einen vermeintlichen Angreifer zur Wehr zu setzen. Kampf ist das Resultat. Nicht zuletzt mündet das in einem kleinen rhetorischen Krieg. Punkt Nummer 2. Die allermeisten Verkäufer, denen ich begegne, fehlt es einfach an den grundlegenden Einwandbehandlungstechniken, also an rhetorischen Strategien, wie sie in Situationen, in denen sie auf rhetorische Widerstände stoßen, angemessen reagieren müssen. Grund Nummer 3. Die meisten Verkäufer ziehen zu früh den Schwanz ein. Sie verfügen zwar möglicherweise über 1, 2, 3, meinetwegen auch sehr gute Einwandbehandlungstechniken, aber bringen sie nicht zum Einsatz, zögern, geben zu früh auf, kommen in Bedrängnis und lassen das Gespräch im Sande verlaufen und ziehen sich aus dem Dialog zurück. Herzlich willkommen zurück in diesem, meinem Video, in dem ich auf die drei wichtigsten Gründe eingehe, warum selbst die besten Verkäufer dennoch bei Einwänden scheitern oder ins Schwimmen geraten. Grund Nummer 1. Verkäufer, die auf Einwände stoßen, bekommen oft unangenehme Gefühle, denn sie haben den Eindruck, dass es sich bei den Einwänden um persönliche Angriffe handelt. Was diesem Verhalten zugrunde liegt, ist im Grunde genommen ganz einfach erklärt. Einwände sind sozusagen Stellvertreter für Aussagen wie »Ich mag dich nicht«, »Ich will dich nicht«, »Du nervst«, »Du bist nicht liebenswert«, »Du bist nicht nützlich«, »Ich sehe keinen Sinn darin, meine Zeit mit dir zu verbringen«, »Ich lehne dich ab« und »Grenze dich aus«. Dass Menschen weder ausgegrenzt noch abgelehnt werden möchten, sondern gute Beziehungen aufzubauen, beabsichtigen, das weißt du selbst vermutlich besser als ich. Das ist bekannt. Und gerade weil wir Menschen in all unserem Denken und Handeln danach streben, geliebt zu werden, geachtet zu werden, respektiert zu werden, anerkannt zu werden, eben belohnt zu werden für unsere Bemühungen, sind wir so furchtbar verletzt, dass es uns schier auch ungerecht erscheint, unfair, brutal, wenn ein Kunde, obwohl du es gut mit ihm meinst, dir allenfalls erwidert, brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich schon. Am besten, sie verschwinden aus meinem Büro, klettern auf mein Dach, also klettern auf das Dach meines Hochhauses und springen in die Tiefe. Das tut weh. Und dafür gibt es gute Gründe. Und ein Grund ist der, den wir am häufigsten antreffen, wenn wir uns mit der tiefen Psychologie von uns Menschen beschäftigen. Immer dann, wenn ein Verkäufer Ablehnung erfährt, eben in diesem Fall über Einwände, dann aktiviert sich in seinem Gehirn eine bestimmte Region, nämlich das Nervenareal, welches ebenfalls wissenschaftlich bereits längst ergründet, aktiviert wird, wenn Menschen körperliche Gewalt angetan wird. Also zum Beispiel, wenn sie gefoltert werden. Und im Verkaufsgespräch geht zwar kein Kunde mit dem Messer auf dich zu oder schnallt dich an seinen Bürostuhl, lehnt dich nach hinten und macht Waterboarding mit dir oder schneidet dir vielleicht Gliedmaßen ab. Nein,
Er sagt dir Dinge, die dich auf die gleiche Weise verletzen, und du weißt, was ich meine, die uns spüren lassen, wir sind nicht akzeptiert, wir sind nicht gewollt, wir sind nicht richtig, nicht wertvoll genug. Anderenfalls würde man uns ja ganz anders begegnen. In dem Moment spürst du die gleiche Angst, den gleichen Groll, die gleiche Verletztheit, als würde ich dich foltern. Und weil du weißt, dass wir alle nicht auf Foltern stehen, na gut, bis auf einige wenige, aber das hat andere Ursachen, aber in der Regel Schmerzen vermeiden wollen, möchten wir auch in einem Verkaufsgesprächsdialog Schmerzen vermeiden. Logisch, weil das gleiche Nervenareal aktiviert ist, das aktiviert wird, wenn uns jemand Schmerz zufügt, also körperliche Gewalt. Wie reagieren wir in einem Zweikampf? Wir schlagen zurück. In einem Dialog, wir argumentieren zurück. In einem Zweikampf, wir geben uns geschlagen, ducken uns, legen uns auf den Rücken. Hunde machen das zum Beispiel, Yorkshire Terrier legen sich auf den Rücken und fangen an zu pinkeln. Und in einem Dialog geben wir klein bei, geben dem Kunden noch recht, entschuldigen uns dafür, dass wir ihn versucht haben, als Kunde zu gewinnen. In einem Zweikampf, in dem uns Gewalt angetan wird oder wir der Bedrohung uns gegenüberstehen, dass das gleich passieren wird. Dritte Reaktion, wir schlagen nicht zurück. Wir legen uns nicht auf den Rücken und pinkeln, sondern wir ergreifen die Flucht. In einem Dialog, wir legen auf, oder Moment, wir sagen, okay, prima, ja, und legen auf. Und diese drei eben beschriebenen Verhaltensformen führen in der Regel immer zu zwei Ergebnissen. Resultat Nummer eins: Du bekommst keinen Termin, du bekommst keine Weiterempfehlung, du verkaufst nicht. Und Ergebnis Nummer zwei, und das ist das noch viel Schlimmere, neben dem wirtschaftlichen Schaden, nicht zu verkaufen, ist bedauerlicherweise das, was vielen Verkäufern die Freude an der Arbeit raubt. Sie haben irgendwann das Gefühl, sie seien falsch. Also am falschen Ort, selbst nicht geeignet für das Verkaufen, nicht bedeutsam genug. Und damit geht Schritt für Schritt auch die Motivation verloren. Und meine Erfahrung zeigt, dass diese Verkäufer irgendwann die Segel komplett streichen und das Verkaufen an den Nagel hängen und haben keine Ahnung, welche wunderbare Karriere ihnen bevorstand. Oder was sie in ihrem Leben als Verkäufer hätten noch erreichen können, hätten sie doch nur gewusst, was sie am Ende dieses Videos, also in meiner Online-Akademie, erwartet. Nämlich die Lösung für all diese Probleme, die dann darin mündet, dass du aus Einwänden Kaufsignale schmiedest, Kaufbereitschaft erzeugst, Termine produzierst und Einwände in Verkaufsabschlüsse verwandelst. So, wie es gut ausgebildete Verkäufer nicht anders gewohnt sind. Leider zu spät, aber nicht für dich. Punkt Nummer zwei. Den meisten Verkäufern fehlt es schlicht und ergreifend an den erforderlichen Einwandbehandlungstechniken. Sie haben weder etwas von Schopenhauer gehört, noch von rhetorischen Strategemen, noch benutzen sie oder kennen sie wirklich fundierte, strukturierte Einwandbehandlungsmethoden. Wenn, agieren sie aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch, reagieren spontan und das meistens unangemessen. Verkäufern, denen Einwandbehandlungstechniken fehlen, sind darauf angewiesen, irgendetwas zu tun. Und bedauerlicherweise ist das im häufigsten Fall, sie beginnen das Argumentieren. Sie versuchen natürlich mit noch überzeugenderen Argumenten den Verkäufer umzustimmen. Mit der Folge, dass Verkäufer solchen Kunden gegenüber sitzen. Denn je mehr Argumente du bringst, je mehr Informationen du lieferst, umso stärker versuchst du, das Überzeugungsgebäude deines Kunden zu attackieren. Stell dir vor, dein Kunde oder sein Weltmodell sei eine Festung. Und du versuchst, größere Leitern anzubauen, um über die Mauern zu gelangen. Und holst dir die großen Holzstempel oder Baumstämme, mit denen du dann mit 20 deiner Kameraden gegen das Tor schlägst, um es irgendwie mit Gewalt aufzubrechen.
Die Folge ist, dass sich die in dieser Burg befindlichen Einwohner noch stärker zur Wehr setzen werden. Sie werden also ihre Tore von innen noch stärker verbarrikadieren. Oder wenn du im Begriff bist, ihre Mauern zu überwinden, werden sie dich mit ihren Einwandlanzen einfach zurück hinab entlang der Mauer in den Burggraben zurückstoßen. So musst du dir das vorstellen. Also Argumente sind, wie du vielleicht schon selber festgestellt hast, nur in den seltensten Fällen und unter Aufbringung großer Opfer das richtige Mittel. Viel interessanter, viel wirkungsvoller ist es, wenn du beginnst, mit den richtigen Parolen das Tor zu öffnen, indem du bestimmte Klopfzeichen erlernst und dir der Bewohner der Burg freiwillig die Pforten öffnet. Oder, wie Rapunzel, mit den richtigen Worten dafür sorgst, dass dir der Kunde einen langen Zopf hinablässt, an dem er dich die Burgmauer emporzieht und dich oben willkommen heißt und du über diesen Weg Eintritt in seine Welt gelangst. Märchenhaft, jawohl, das beschreiben viele Teilnehmer meiner hier bei mir in der Online-Akademie erlernten Einwandbehandlungstechniken. Und damit es nicht nur ein Märchen bleibt, sondern auch für dich Wirklichkeit werden kann, bleib einfach dabei und verfolge das Video möglichst bis zum Ende. Punkt Nummer 3. Bedauerlicherweise ein tiefgreifendes Problem, das sich so einfach nicht lösen, aber relativ einfach umschreiben lässt. Verkäufer haben tiefe Befürchtungen, ihre Einwandbehandlungstechniken wirklich konsequent abzufeuern. Also nicht, dass es ihnen schwerfallen würde, ein oder zwei, drei Einwandbehandlungstechniken abzufeuern. Nein, sie glauben, dass nach dem zweiten oder dritten Einwandbehandlungsduell der Ofen aus ist. Und dabei liegen so viele Abschlüsse und Termine hinter der vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Einwandbehandlungstechnik, weil Kunden sich eben nicht mehr so einfach überzeugen lassen. Kunden haben gelernt, dass sie eher vorsichtig sein sollten. Das liegt an den gesellschaftlichen Gesamtverhältnissen, wie mit Produkten, mit Abschlüssen, Verträgen, mit der gesamten Juristerei, mit Konsum allgemein umgegangen wird. Kunden werden belagert, bedrängt, werden teilweise auch nicht immer über alle Informationen vernünftig aufgeklärt. Das ist ein ganz normaler Schutzmechanismus. Und Kunden, die etwas mehr Angst haben, also weniger risikobereit sind, werden sich eine größere Mauer errichten. Natürlich, um sich sogenannten Angriffen von provisionsgeilen Verkäufern schützen zu können, erfolgreich wehren zu können. Also Kunden, die etwas mehr Angst haben, weil sie mehr einschneidendere negative Erfahrungen gemacht haben, werden sich logischerweise auch eine größere Mauer errichten, um sich zu schützen, vielleicht vor der nächsten falschen Entscheidung. Deshalb lohnt es sich, am Ball zu bleiben. Doch der innere Zweifel, ich könnte als Verkäufer den Kunden zu stark bedrängen, ich würde bestimmte Grenzen überschreiten, seien es ethische oder moralische. Ich würde mich selbst als ein Mensch präsentieren, der rücksichtslos und provisionsgesteuert mit seinem Kopf, mit seinem Schädel durch die Wand möchte. Oder ich laufe Gefahr, jemanden zu bevormunden. All das sind Gründe, warum sich viele Verkäufer eher früher aus dem Verkaufsgespräch, gerade dann, wenn es zu Widerständen kommt, zurückziehen, weil ihnen das selbst nicht gut gefallen würde und der Kunde ihnen im Grunde genommen nur einen Spiegel vorhält. Niemand hat Lust, andere Menschen zu verletzen, zu demütigen, gegen ihren Willen zu beherrschen oder in eine Entscheidung zu zwingen, von der er ja sieht, dass sie dem Kunden nicht gut gefällt. Das wäre ein grober Verstoß gegen das uns alle verbindende Kernprinzip Liebe. Liebe nicht in diesem Sinne, aber platonisch gesehen Friede, auch in einem Verkaufsgespräch. Wir wollen Stress vermeiden. Wir wollen sympathisch erscheinen. Wir wollen Unterstützer sein. Gute Kommunikatoren, die einladen, inspirieren und ermutigen.
Wir wollen auch unser Selbst wägen. Angenommen werden als gute Verkäufer, deren Produkte gerne gekauft werden. All das verletzt oder glauben wir zu verletzen, wenn wir etwas mehr und Achtung, Gewalt anwenden. Und Gewalt, es ist keine Gewalt. Nur für die Verkäufer, die glauben, sie verletzen Grenzen. Andere Verkäufer, die sich bereits weiterentwickelt haben und wissen, wie sie vorzugehen haben und dass es sich nicht um Gewalt oder um verletzte Grenzen handelt, kommen automatisch viel, viel weiter, weil sie wissen, wie sie den Kunden dazu motivieren, dass er seine Einwände von selbst über Bord wirft und an deren Stelle Kaufbereitschaft installiert. So. Und jetzt gibt es ja schlaue Berater, die dir sagen, immer dann, wenn ein Nein kommt, gib Gas. Noch ein Impuls nötig. N-E-I-N. Noch ein Impuls nötig. Grundsätzlich ist das richtig. Doch die meisten Verkäufer interpretieren es auf unangenehme Weise. Nämlich diesen Impuls, den die meisten Verkäufer darin erkannt haben wollen, dabei handelt es sich um ein weiteres Argument. Ja, keiner hat je die Frage gestellt, welcher Impuls genau ist denn nötig, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Denn wenn du einfach nur weitere Argumente bringst in der Hoffnung, irgendwie werde ich mit meinem Kopf schon ein Loch in die Burgmauer stoßen. Bist du der Erste, der aufgibt, weil der Kopfschmerz größer sein wird als der Gewinn durch dein Handeln? Welcher Impuls ist also tatsächlich nötig, wenn es nicht das Argument ist, weil das hast du schon getestet? Und das hat dir schon gezeigt, dass weiteres auf den Kunden eintrommeln, sagen wir, viel zu selten das gewünschte Verhalten auslöst. Welcher Impuls ist also nötig, damit sich die Burgtore wie von Geisterhand öffnen? Diese Frage beantworte ich dir in meiner Online-Akademie. Wenn du all die wundervollen Dinge, die du in diesem Video eben kennengelernt hast, nicht nur besprochen bleiben sollen, sondern wenn du diese Fähigkeiten wirklich erlernen möchtest, dann klicke jetzt unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung den dort befindlichen Link. Nachdem du diesen Link geklickt hast, werden wir dich automatisch auf eine Registrierungsseite weiterleiten. Dort kannst du dich als Gasthörer registrieren und unsere Online-Akademie für 24 Stunden lang kostenfrei und ohne Kaufverpflichtung testen. Nach deiner erfolgreichen vollständigen Registrierung erhältst du automatisch eine E-Mail zugesendet. In dieser E-Mail findest du einen Link. Diesen Link klickst du bitte, um automatisch zur nächsten Seite weitergeleitet zu werden. Auf dieser Seite erstellst du dir dein eigenes Passwort. Nachdem du dir dein eigenes Passwort erfolgreich vergeben hast, klicke unterhalb die Schaltfläche weiter zum Login. Auf der Login-Seite angekommen, gibst du dort dein Benutzername ein, also die E-Mail-Adresse, mit der du dich eben registriert hast, und dein Passwort, was du dir eben selbst ausgewählt hast, und drückst auf die Schaltfläche Einloggen und Starten. Nachdem du dich erfolgreich eingeloggt hast, gelangst du automatisch in deine 24 Stunden gratis Online-Akademie. Und da haben wir für dich bereits dein Lerncockpit und deinen 24 Stunden gratis Hörsaal eingerichtet und freigeschaltet. Auf dieser Seite siehst du im unteren Bereich insgesamt 4 gratis Trainingseinheiten. Dort jeweils mit der Bezeichnung Prolog versehen. Aus den auf dieser Seite für dich 4 bereitgestellten Gratistrainingsblöcken wählst du nun bitte den Block 2 für dich aus. Dort klickst du auf die Pfeiltaste nach unten und es öffnet sich ein weiteres Untermenü. Und du siehst auf der rechten Seite eine Schaltfläche mit der Bezeichnung Start, die bitte betätigen.
Sobald du die Starttaste angeklickt hast, öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster findest du dann die für dich vorbereiteten gratis Trainingsinhalte. Hier wartet Kapitel 3.10 auf dich, der Tanz um das Nein. In diesem Kapitel gehe ich noch einmal ausführlich darauf ein, warum Kunden überhaupt Einwände produzieren. Warum es sich nicht um Angriffe handelt, nicht um aggressives Verhalten. Warum kein Kunde auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt, dir zu schaden. Was die kluge Absicht hinter jedem Einwand ist. Und warum Argumente nicht das geeignete Rezept sind. Denn ganz ehrlich, es braucht gute Gründe auch für dich, auf Argumente zu verzichten. Da muss es schon wirklich ein deutlich besseres Mittel geben, mit dem du einfacher und schneller Einwände in Termine und Abschlüsse umwandelst, nicht wahr? In diesem Kapitel werde ich dir außerdem Tricks und Tipps an die Hand legen, wie es dir gelingt, ohne Schmerzen ein völlig neues Denken und Verhalten zu installieren, damit du in Zukunft ganz bewusst ohne Argumente Einwände behandelst, sondern stattdessen viele kluge, ziehende, hochintelligente, hochwirtschaftliche, leistungsstarke, zielführende Fragen stellst. Welche Fragen das sind, erfährst du genau in diesem Kapitel. Wir sehen uns gleich in meiner Online-Akademie. Bis dahin, alles Gute. Dort begrüße ich dich. Dankeschön. Bis dann, dein Carsten Bayreuther.